Der zeitliche Fahrplan der Kontaktaufnahme ist natürlich auch schon gesagt im ersten Planungsstand, damit ihr mit besprechen könnt und die Sicherstellung einer generellen Genehmigungsfähigkeit habt, dessen, was ihr plant. Manchmal hat man ja verrückte Ideen und dann sollte man sich vorher sicher sein, dass es auch klappt. Dann erfolgt die Einleitung des Genehmigungsverfahrens. Das wird durch das Einreichen der Anträge losgelöst und damit wird auch erst der offizielle Vorgang gestartet. Haltet dabei die angesetzten Fristen ein. Ein bisschen aufpassen, da gibt es unterschiedliche Vorgaben, generell immer so früh wie möglich. Manche Behörden, das ist auch wichtig, starten den offiziellen Vorgang erst, wenn sie alle Unterlagen beisammen haben und erklären dann im Prinzip das Vorhaben erst dann für genehmigungsfähig und starten den Genehmigungsvorgang. Das ist nochmal so ein Punkt, der vielleicht auch nicht ganz unwichtig ist zu wissen. Deswegen im Vorfeld den Kontakt, wenn ihr euch unsicher seid, fragt nochmal nach, welche Unterlagen genau benötigt werden. Im Verfahren stellt die Planungsstände möglichst immer offen, wenn sich relevant etwas ändert. Sprecht die relevanten Änderungen ab, weil bei Missachtung besteht die Gefahr des Verlustes der Genehmigungsfähigkeit. Das ist leider so. Vor allem wichtig, wenn der Kartenverkauf bereits gestartet ist und ihr wichtige Dinge ändern wollt, dann wirklich direkt mit der Behörde sprechen. Die Änderung der Unterlagen generell ist möglich durch sogenannte Änderungseinträge, die eingereicht werden können. Auch hier ist eine vorherige Kontaktaufnahme und eine Absprache absolut ratsam, bevor ihr einfach so einen Änderungsantrag zu eurem eigentlichen Antrag stellt und die so ein bisschen hinten runterpurzeln, was ihr damit denn jetzt wollt. Im Verfahren bleibt im Kontakt und Austausch mit den zuständigen Behörden, hakt nach Einreichen der Unterlagen einmal nach, ob alles angekommen ist, ob was vermisst wird, kann man noch so mal ein bisschen rausfinden, ob man vielleicht was vergessen hat. Wenn keine Rückmeldung erfolgt, würde ich so nach circa 4 Wochen, je nachdem, wie viel Zeit ihr geplant habt fürs Verfahren, nachhaken, ob noch Fragen offen sind, ob Dinge offen sind, ob Unterlagen fehlen. Und auch mal vorsichtig nach einer voraussichtlichen Erteilung, also nach dem Zeitpunkt der Erteilung der Genehmigung fragen. Und dann, auch vorhin schon angedeutet, 6 Wochen vor der Veranstaltung die Anmeldung zur Gebrauchsabnahme beim TÜV Rheinland setzen. Circa 4 Wochen vor der Veranstaltung die eigene Checkliste, die ihr erstellt habt, einfach nochmal durchgehen. Die Behördenrunden, ihr könnt gegebenenfalls Behördenrunden einleiten. Das macht allerdings nur Sinn bei größeren und komplexeren Veranstaltungen. Ich wollte es hier nur noch einmal erwähnen, auch das gibt es. Ne? Man sitzt dann mit allen Behörden zusammen an einem Tisch und je nach Komplexität und Größe der Veranstaltung kann das einmal sein, ist es vielleicht auch überhaupt nicht notwendig oder man sitzt einmal, zweimal, dreimal zusammen. Bei der Größenordnung eines großen Festivals sitzt man in der Regel 3 bis 4 Mal zusammen und hat nochmal separate Sicherheitsrunden, also nur so als. Aber wenn ihr kleine Veranstaltungen habt, muss das nicht notwendig sein. Auch hier wieder besprecht euch mit euren genehmigenden Behörden, wenn ihr euch unsicher seid, wie die das sehen. Es ist nie verkehrt zu sagen, ich würde mich total gerne mal mit Ihnen allen an einen Tisch setzen. Der Abschluss des Verfahrens stellt generell der Bescheid der Behörde dar, wenn nicht in Berufung gegangen wird. Kleine Voraussetzung dazu, ist im besten Fall positiv beschieden, im allerschlimmsten Fall wird abschlägig beschieden. Das heißt, ihr kriegt keine Genehmigung. Ist der Bescheid da? Juhu, es kann losgehen. Im günstigsten Fall wird die Genehmigung bereits vor Aufbaubeginn erteilt, damit sich alle in einem rechtssicheren Raum befinden. Gegebenenfalls, das ist zum Beispiel bei Nutzungsänderungsanträgen für eine Versammlungsstätte so, für temporäre Versammlungsstätten erfolgt die finale Abnahme der beteiligten Behörden erst, wenn ihr alles aufgebaut habt. Das heißt, zwischen irgendwann gegen Ende des Aufbaus vor Publikumseinlass. Man macht dann je nach Größe auch gerne mal 2 Abnahmen, einfach um zu gucken, müssen Dinge noch angepasst werden, um dem Veranstalter, der Veranstalterin Zeit zu geben, Änderungen noch vorzunehmen. Aber dass man schon ungefähr sieht, wo es hingeht. Und dann gibt es nochmal eine finale Genehmigung sozusagen als Freigabe, dass Besucher aufs Gelände gelassen werden können. Nichtsdestotrotz gibt es schon im Vorfeld den Hinweis darauf, dass die Veranstaltung sehr wohl genehmigungsfähig ist und genehmigt werden wird. Der Abschluss des Verfahrens, noch zu beachten,
mit Abschluss des Verfahrens Gebührenbescheid, habe ich vorhin auch schon mehrfach gesagt. Zum Teil wird dieser mit dem Genehmigungsbescheid versandt oder ist sogar Teil der Genehmigung, zum Beispiel die Emissionsbescheide der Senatsverwaltung. Da ist der Gebührenbescheid im Genehmigungsbescheid gleich mit integriert. Ne? Also sich den gut durchlesen, damit einem nicht der Gebührenbescheid irgendwann durch die Lappen geht, weil sonst kommt eine Mahnung. Und ein kleiner Nachsatz, ein abschlägiger Bescheid, das heißt eine Ablehnung eures Antrags, kommt selten aus dem Nichts. Also seid ihr vorher in einem guten Austausch mit der Behörde gewesen, wird es eher unwahrscheinlich sein, ohne dass ihr einen Wink im Vorfeld kriegt, dass die Genehmigung nicht erteilt wird.